Heute werde ich solch ein leckeres Himbeerschichtdessert zubereiten. Die Zutaten für diesen leckeren Himbeertraum sind folgende: 250 Gramm Himbeeren, 250 Gramm Mascarpone, 150 Gramm Quark, 150 Gramm Naturjoghurt, 200 Milliliter Schlagsahne, 2 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Vanillezucker und 12 Löffel Biskuits. Zuallererst gebe ich die Löffelbiskuits in einen Gefrierbeutel und zerkleinere sie ein wenig mit Hilfe des Nudelholzes. Beiseite, denn die werde ich erst zum Schluss verwenden. Jetzt geht es mit den Himbeeren weiter. Ich werde jetzt ein Himbeerpüree zubereiten. Dazu gebe ich die Himbeeren und den Vanillezucker in ein hohes Gefäß und püriere sie mit Hilfe meines Zauberstabs. Fertig und das stelle ich auch erstmal beiseite. Es fehlt nur noch die Zubereitung der Creme. Dazu nehme ich Mascarpone, Quark, Naturjoghurt und Zucker und verrühre alles gut miteinander. Schlagsahne steif. Und hebe sie unter die Creme. Fertig, jetzt kann es also losgehen mit dem Anrichten. Leckeres Himbeerdessert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und einen guten Appetit.